bin Sunny und ich zeige euch heute, wie ihr die einfachsten, am schnellsten zubereitet und leckersten Fitnessbrötchen der Welt machen könnt. So Leute, das wird wahrscheinlich das schnellste und einfachste Rezeptvideo, das ich jemals gemacht habe. Aber diese Brötchen sind einfach der absolute Wahnsinn. Ihr könnt die verwenden als Burgerbrötchen, als Frühstücksbrötchen. Macht, was ihr damit wollt. Sie sind einfach göttlich und ihr braucht so wenig Zutaten dafür. Das ist unfassbar. Eigentlich bestehen sie fast nur aus... Ich zeig's euch. Und zwar brauchen wir 100 Gramm Haferflocken, ca. 100 Milliliter warmes Wasser, einen halben Teelöffel Backpulver und ein Dreiviertel Päckchen Hefe, eine Prise Salz, ganz wenig Honig. Und jetzt wird es ein bisschen komisch, wir brauchen einen Esslöffel kalorienfreien Sirup oder ihr könnt auch Apfelmark benutzen. So, da fangen wir mal an. Wichtig ist, dass ihr die blütenzarten Haferflocken nehmt, also diese hier. Dann vermischen wir die Haferflocken mit dem halben Teelöffel Backpulver, machen in der Mitte hier so ein kleines Loch. So, und hier kommt jetzt unser Dreiviertel Päckchen Trockenhefe rein. Müssten ungefähr 5 Gramm sein. So, dann kommt ein ganz kleiner Klecks Honig dazu. Den brauchen wir, damit die Hefe funktioniert. Die funktioniert nämlich nicht ohne Zucker. Oh Leute, das ist so einfach so. Dann kommt das Wasser dazu. Schön in die Mitte reinkippen. Und dann vermischt ihr nur in der Mitte dieses Wasser-Hefe-Honig-Gemisch. So, und dann decke ich das Ganze mit einem Küchentuch so ganz leicht ab. In der Zwischenzeit heizen wir den Ofen vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Dann hat das Ganze so ein bisschen Zeit aufzuquellen. Und dann geht's ans Kneten. So, Backofen ist vorgeheizt. Meiner braucht immer so ungefähr 10 Minuten. So, jetzt kommen noch ein paar kleine Sachen rein. Also, zum einen unser kalorienfreier Sirup. Ach übrigens, das Ganze sieht jetzt so aus. Ja. Dann kommt jetzt ungefähr ein Esslöffel hier rein. Mhm. Gott, ich sau hier alles ein. Oh mein Gott. Dann noch eine Prise Salz. Und dann ziehe ich mir Gummihandschuhe an, weil ich hasse es, wenn alles an den Fingern klebt. Und dann einfach mit der Hand durchmischen und Brötchen formen. Und dann wandern die für 20 Minuten in den Backofen. So Leute, und dann haben wir hier unsere zwei Fitnessbrötchen. Oh, sie riechen so lecker, ey, das, die ganze Bude riecht danach. Bei mir haben jetzt allerdings 15 Minuten gereicht. Guckt einfach mal so zwischen 15 und 20 Minuten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Variationen ihr mit dem Brötchen gemacht habt. Und auch gerne postet mir Fotos bei Instagram und Facebook. Ich bin mega gespannt, was ihr daraus macht. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abo dalassen natürlich nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.